Ja, und willkommen zurück bei Bayonetta. Wir schauen mal, was jetzt hier so ist. Ich denke, wir müssen einfach so ein bisschen nach Gegend kommen. Ich sollte hier auch das Feuer kaputt machen. Gibt's eigentlich so ein bisschen was? Ja. Warum nicht? Dafür gibt's was. Noch nicht. Gut. Ja, stimmt. Von hier bin ich ja gekommen. In diese Richtung wollte ich gehen. Da ist der Zug. Die Straßenbahn verunglückt. Und so muss es hier lang gehen. Nicht vergessen. Da wollen wir ein bisschen was mitnehmen. Sein Weg gesperrt. Dann soll es da lang gehen. Hier schon aus dem Möbel hier. Dun dun dun. Das geht auch. Ja. Noch irgendwas versteckt hier? Da hinten. Super. Hier ist noch so ein Teil. Klassisch drauf einprügeln. Zusammen gibt. Und dann kommen wir zum Dich. Schon wieder, ja. So nicht. Ja, alleine schafft das nicht, der Auftrag der Hilfe. Erstaunt sowas, ne? Ja, du bist fällig. Ja, Kuscheldrache. Auf geht's. Mahlzeit. Eine neue Schallplatte. Die Heiligenscheine hier einsammeln. Im Shop. Die Schallplatte. Sammelvereine. Mondscheinsonate. Die Goldene Pirate. Das ist der gleiche Text wie bei der anderen. Und wieder weggedrückt. Ja.
später rum. Hm. Was ist das hier mal? Was war's? Nö. Check. Es wurde wohl schon lange nicht mehr benutzt. Okay. Na. Ich dachte, man könnte das zusammen bauen. Dahin möchte ich nicht. Gehen wir mal hier weiter. Direkt passend starten. Wie charmant sie das immer macht. Mal gucken. Das wird jetzt noch nicht, aber gut. Dass ich hier drüber gehe. Dann gucken wir zumindest da hinten an. Also möchte ich. Achso. Okay. Schauen wir gleich mal, wie knapp die Kleidung geworden ist. Aber. Hä? Was war das denn jetzt? Ich sollte mal lesen, was da steht. Also fallen Sie über die zur anderen Seite führt. Die Brücke macht es aber nicht mehr lange. Ich müsste mich sehr schnell bewegen. Aber genau das versuche ich doch. Okay, was war jetzt anders? Keine Ahnung. Ja, ich bin drüben. Da soll ich lang. Dann mache ich das auch. Eine Tür. Irgendjemand Kleines. Geist. You've played enough hide and seek, my scurrying little friend. Just a child? Ich bin mir nicht so sicher. What are you doing running around, Vigrid? You're certainly not dressed in your Sunday best.
Ja, wir haben ein paar Erinnerungsfetzen hier. War wohl in der Nachbarzelle eingesperrt. Was geht jetzt hier ab? Ach du Scheiße. So. Das war sehr episch. Ja, und damit haben wir das Kapitel 2 auch abgeschlossen. Okay, ja, Angel Attack. Mal gucken, ob diesmal ein paar mehr Punkte rumkommen. Ah, ja. Ja, mein, 30 Punkte. Auch die tauschen wir ein. Auf ins Kapitel 3, verbrannte Erde. Schauen, was uns jetzt hier erwartet. Erzähl du, Onkel. If I was your child, I'd be an awfully ugly witch, wouldn't I? Yours is a face only a mother could love, and one I could never forget. If only I could remember where from. Oh, yes, ja. No quarrel. Streit gibt's immer. No position to decide that. See, my infernal partners love my ability to eliminate your kind. I
figure your sacrifice would shut them up for a while. Die traut sich was. Ja, kann es denn, dass was passiert? Das sieht nicht schön aus. Jetzt hier lang. Gut. Denn das möchte ich schon mitnehmen. Noch eine Patrone. Wie gehabt. Ja, das können wir ja von vorhin den Weg gehen. Was? Wo ist sie denn? Habe ich echt kurz nicht gesehen, wie Dante ist. Was soll das denn jetzt? Ja, was habe ich falsch gemacht, hm? Okay, ich bin in das Feuer gekommen. Ja. Ja, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Platt hier. Der Dreck. Ja. Ist doch blöd.
Geh platt. Hoppala. Mann, Mann, Mann. Blöd das war. Kommt ganz weit her. Keine Ahnung. Wäre was Neues. Auch nicht wirklich viel hübscher. Fairness. Das wird jetzt das da. Was gut. Auch schick. Okay. Noch eine halbe Schallplatte. Da drauf werfen, aber gut. Gehen wir mal weiter. Sieht ja alles nicht so wirklich schön aus hier. Und zum die Tür ist auf. Nee, das war's nicht. Das war auch nicht. Nochmal. Eingestürzt. Die andere Seite ist ein einziges Flammen. Es muss irgendwie einen anderen Weg gehen. Okay. Okay. Und checken. Genau. Schießt immer wieder Lava hervor. Gut. Hier war es riskant, das Zell nicht nur zu exzessiven durchzugehen, wenn die Lavagase hier verschwinden. Okay. Nicht geklappt. Naja, mitten in die Lava rein. Natürlich sehr ungeschickt. Schauen wir mal, du musst ja jetzt irgendwo verschwinden. Da. Ist nicht. Ja, die laufen zum Weg. Surfen. Wo soll's hingehen? Yeah.
Da nicht lang. Das geht ja. Okay, ein bisschen hier durchlaufen. So das. Oh, schon wieder dieses Ding. Nee, nee, guck mal da, da ist ein Weg, den nehmen wir. Das ist ja schon schön. Und das sind die Modus hier. Ja. Das ist auch noch fertig. Und an der Stelle machen wir direkt eine Pause. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.